Okay. Immer die 666 schrieb oder der die Dart 666, wie auch immer diese Kacke heißt. Dann geht, wenn du die Chips nimmst, die Satan in dich rein und dann geht nur noch beten gegen den Mutti in Russisch beten, weil Russisch ist mehr an die Jesus dran. Immer. Hier ist Salam Aleikum oder wie das in die Russisch heißt. Immer beten 666, geh weg. In die Russisch natürlich. Weil die 666 macht dich so asozial von Teufel besessen. Der hilft nicht mehr dem Pastor. Pastor ist ein Arschloch. Ich hab wen da hingegangen, hab gesagt, ich glaube, ich hab dir einen 666-Chip in mir drin. Da hat der Pastor gelacht. Also Hurensohn. Weil ist von der Kirche, aber glaub nicht an den 666-Chip. Bin ich hingelaufen, hab gesagt, ich hab den Chip in mir. Ich glaube, der Satan ist in mir. Sagt der Pastor, hauen so ab, wir reden doch scheiße. Toll. Muss ich in Russland fliegen? Da können die vielleicht mit Beten den Chip entfernen. Geht nur mit Gebet. Aber russischen Gebeten. Habe ich hier in dem Internet gebeten. Als bei Google eingegeben. Google hat gesagt, ja, russisch beten. Vielleicht Wodka trinken auch dazu. Die Oma ist ja auch so was wie eine Babuschka. Die ist wie Babuschka. Aber ich habe jetzt Angst, dass der Teufel nicht mehr aus mir rausgeht. Der Chip muss entfernt werden, dann geht nur in Russland. Haben sie gesagt. In die Internet. Bei Google. Wikipedia. Und dann haben sie gesagt, kommt vielleicht der Santa Claus mit dem Helikopter und holt den Chip ab. Wenn man lange genug in Russisch betet.